Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um Xeniel, der wurde ja schon veröffentlicht, man kann ihn noch nicht kaufen, das dauert noch ein paar Tage, aber man kann ihn sich schon mal anschauen und mal gucken, was dieser Held so kann. Also ich kann euch schon mal versichern, es wird ein richtig, richtig starker Supporter, es wird ein starker Solo-Laner. Jungle würde auch funktionieren, ich weiß nicht, ob ich ihn in den Jungle packen würde, weil seine Ultimate da so ein bisschen Potenzial verliert und auf die Ultimate gehe ich gleich mal ein. Ich habe ihn erstmal hochgelevelt. Werde doch mal den gegnerischen Tail ein bisschen hochleveln. Und dann fangen wir mal an und schauen uns einfach mal seine Fähigkeiten an. Die erste Fähigkeit, göttlicher Schild. Xeniel erschafft ein Schild, der absorbiert Schaden. Also 1000 Grundschaden absorbiert er auf dem maximalen Level und 9% seiner maximalen HP. Das heißt, wenn ihr jetzt Items kauft, ich kaufe hier mal ein Item mit HP drauf. Wir kaufen einfach mal hier den Beinpanzer, 1000 HP. 9% seiner maximalen HP, das heißt, 9% von 1000 hat er jetzt zusätzlich ein Schild bekommen. Dann aktiviert ihr das Schild, dann habt ihr das Schild ganz normal. Und nach einer gewissen Zeit könnt ihr das Schild nochmal aktivieren. Und ihr verursacht damit ziemlich, ziemlich viel Schaden. Und das ist magischer Schaden und er skaliert auch wieder mit HP. Das heißt, je mehr HP ihr kauft, also desto mehr tankier ihr seid, desto mehr Schaden macht ihr auch. Also ziemlich, ziemlich stark. Wenn ihr das Schild nicht aktiviert von alleine, sagen wir, ihr kriegt genug Schaden vom Tower oder so, dann passiert nichts. Ich werde das gleich nochmal kurz testen. Jetzt ist er leider geprockt, weil das Schild abgelaufen ist. Aber wenn wir das Schild machen und wir kriegen Tower-Schaden, Schild ist abgelaufen, passiert nichts. Also muss man so ein bisschen schauen, dass man das Schild schnell genug aktiviert, um den Schaden noch rauszukriegen, bevor es runtergehauen wurde vom Gegner. Die zweite Fähigkeit ist ein Jump, ähnlich wie Zephys Ultimate. Ich schalte mal kurz die Abklingzeiten wieder ein, damit man den Cooldown noch sieht. Ähnlich wie die Ultimate von Zephys, 6 Sekunden Abklingzeit, ist ziemlich gering, würde ich sagen. Und lähmt die Feinde für 1,25 Sekunden. Es sieht so aus, ist so ein Multi-Knock-Up. Ziemlich gut, ist aber kein Knock-Up, ist ein Stun. Und hat dann relativ geringen Cooldown auch. Könnt ihr also ziemlich gut engagen. Macht ihr vorher das Schild auf euch rauf und dann geht ihr mit der Fähigkeit hier rein. Kann man eventuell auch zum Bursten benutzen, wenn man weiß, okay, ich brauche mein Schild sowieso nicht in dem Fight. Kann man eventuell das Schild vorher schon im Busch aktivieren. Jetzt kann ich das Schild machen, gehe rein und aktiviere das Schild in dem Moment, wo ich lande. Und somit habe ich einen ziemlich, ziemlich starken Burst. Fähigkeiten, ich habe die Passive vergessen. Jeder dritte normale Angriff verursacht maximale HP, also verursacht Schaden aufgrund der maximalen HP von Xeniel. Also wieder eine Skalierung mit HP, ziemlich stark, kann ich hier euch mal zeigen. Ich gehe mal zur Geisterwache hin. Das ist mein kleines Opfer diesmal. Dritter Auto-Attack, 2 Auto-Attacks gemacht. Man hat gesehen, wenig Schaden, jetzt kommt der dritte. 720 Schaden zusätzlich. Also schon echt viel. Und das kann man natürlich auch wieder timen. Ihr macht 2 Auto-Tags, geht mit allen rein, macht noch den dritten Auto-Tag drauf und burstet richtig, richtig viel, obwohl ihr eigentlich auch nur ein Supporter bzw. Tank seid. Jetzt kommen wir zu Ultimate. Engelsgunst und die Ultimate kann ich euch hier leider nicht zeigen, beziehungsweise nicht so, wie ich das gern möchte. Ich werde euch trotzdem zeigen, wie sie funktioniert. Xeniel fliegt hoch, also egal, wo ihr seid. Sagen wir, ihr seid hier auf der Botlane, ich renne da mal kurz hin, damit wir auch die maximale Reichweite haben. So, jetzt sind wir auf der Botlane. Wir haben hier gesplitpusht, haben so ein bisschen gefight und sehen hier gerade, oh mein Gott, oben ist ein Teamfight. Alle Gegner sind da, nur wir nicht, weil wir waren AFK unten, haben gesplitpusht, haben wieder Mist gebaut. Und wir wollen so schnell wie möglich auf die Toplane. Da hilft uns diese Ultimate von ihm. Mit dieser Ultimate könnt ihr auf einen Verbündeten springen, egal wo auf der Map ist. Das heißt, ihr zieht den ihr aktiviert die Ultimate und zieht sie auf den Gegner. Ich zeige euch gleich, wie das funktioniert. Und der markierte Held kriegt eine Schadensreduzierung. Das heißt, ihr solltet das vor allem auf Helden machen, die relativ schnell sterben. Zum Beispiel euren ADC oder euren Mage. Wenn der irgendwie Probleme hat, auf den rauf oder eventuell auch auf einen Tank. Wenn ihr es gut abspricht, der Tank sagt, okay, ich gehe jetzt in den Fight rein, ich engage den 5 Leute, macht ihr die Ultimate auf ihn rauf, er kriegt weniger Schaden und kann somit noch mehr tanken. Muss man immer ein bisschen schauen. Danach schmettert Xeniel ein und verursacht mal magischen Schaden. Auch ziemlich, ziemlich gut. Nach 2,2 Sekunden geht der Timer. Dazu erhält der verbündete Held 15% seiner maximalen LP zurück. Das heißt, eure Fähigkeit hielt den Gegner, hielt euren Maiden auch noch. Und nach der Landung werdet ihr auch noch schneller. Ich werde euch jetzt mal schnell zeigen, wie das geht. Wir sehen hier gerade oben, da ist unser Mate, der braucht Hilfe. Hier sieht man ihn. Und dann fliegen wir hoch. Wir haben jetzt hier unsere Avatare. Nehmen uns hier den roten Avatar, weil oben unser roter Mate ist und dann fliegen wir hoch. Aktivieren die Fähigkeit.
Und da fliegen wir schon los. Und jetzt sehen wir, da kommen wir runter und haben unserem Mate perfekt geholfen. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Soweit zu Xeniel. Ich werde, wenn der draußen ist, natürlich auch nochmal ein Gameplay hochladen. Und dann hoffe ich, hat es euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is great.